Hallo, wie versprochen, wollte ich euch jetzt mal etwas aus meinem Fotoband vorstellen. Das ist ja nun recht dick geworden, also die Vorstellung wird in zwei Teilen passieren. Wir machen jetzt erstmal die ersten vier Zyklen, 1 bis 4, was darin passiert. Ein bisschen Erklärung zu den Raumschiffen, die dort auftauchen. Und den zweiten Teil wird es dann etwas später geben. Gut, fangen wir an. Hallo, ich möchte euch heute mal etwas genauer mein Fotobuch mit den Bildern der Raumschiffe der einzelnen Zyklen vorstellen. Und natürlich gleich am Anfang hier das Cover. Mit dem roten Rand hier unten ist so in etwa so gestaltet wie die ersten Perioden-Romane. So eine kleine, ja, so eine kleine Anerkennung, so eine kleine optische Angleichung an den damaligen Zustand. Natürlich fehlt hier oben, ist ja klar, das Signum für Perioden und Preis und so. Aber ist ja auch gut so, genauso sollte es sein. Der Farbton und so, Perioden, die Raumschiffe, Band 1 der Raumschiffe. Das geht in den Zyklen 1 bis 8. Das sind die Hefte 1 bis 569. Hier nochmal so ein, ja, die erste Seite nochmal der Titel. Einen kleinen Hinweis darauf, dass ich Raumschiffe nur einmal zeige. Wenn sie also im Folgezyklus nochmal wieder auftauchen, dann zeige ich sie im Folgezyklus nicht nochmal. Sind ja schon mal da. Bringt ja auch nichts. Dann geht das los mit dem ersten Zyklus, die dritte Macht. Wissen wir ja alle, die Stardust fliegt zum Mond, trifft die Aetron, trifft die Arkoniden. Arkoniden kommen zurück und die Aetron wird am Ende doch noch von den gegnerischen Mächten der Erde auf dem Mond vernichtet und nur ein einziges kleines Beiboot bleibt übrig, 60 Meter Durchmesser. Die Terraner, ja, können es benutzen. Was bleibt den Arkoniden noch anderes übrig? Nach Arkon kommen sie nicht zurück mit dem Ding. Ist zwar fernflugtauglich, aber nicht für die Entfernung. Also übernehmen die Terraner dieses kleine Raumschiff und sind damit allen anderen Mächten auf der Erde weit, weit, weit überlegen. Das Raumschiff wird dann Good Hope genannt. Kommen wir zu den Bildern. Hier ist die auf der linken Seite die Stardust. Moment, ich mache mal eben ein Licht aus, das ist besser. Auf der linken Seite die Stardust. Und rechts die Raumstation Freedom One, die die Rakete von der Erdumlaufbahn bis zum Mond gelenkt hat. Und als es dort zum Unglück kam, danach dann auch wieder von der Mondumlaufbahn in die Erdumlaufbahn gelenkt hat. Die Besatzung der Stardust hat also die Rakete nicht selber gesteuert in dem Sinne, sondern sie wurde ferngelenkt durch diese Raumstation Freedom One. Das hier ist die Aetron, auf die die Terraner auf dem Mond trafen. Hier sieht man nochmal den Hangar. Hier ist nochmal ein Blick genauer in den Hangar hinein. Und hier ist die Good Hope dann nochmal genauer zu sehen. Hier auch. Die Good Hope wird dann zukünftig, nein, nicht die Good Hope, aber ein Raumschiff, eine Korvette mit 60 Meter Durchmesser, werde ich dann zukünftig immer zu den oder meistens zu den Raumschiffen dazustellen, damit man so ein Gefühl hat für die Größe der Raumschiffe. Das kann man hier jetzt ganz genau sehen. Der erste Kontakt zu Außerirdischen neben den oder nach den Arkoniden, das waren die Phantan-Leute mit ihren Raumschiffen, die so etwas eingeschnürt aussehen. Da ist die Korvette dabei, Länge 450 Meter. Raumschiff der Phantan-Leute. Die nächsten Außerirdischen, kloppten sich offensichtlich alle darum, mit den Terranern in Kontakt zu treten, waren die Individualverformer. Die haben ovale Raumschiffe. Hier ist eins zu sehen. Ich habe dazu keine Risszeichnung, sondern nur eine ganz grobe Beschreibung.
Dann habe ich mir gedacht, ja, so wenn schon oval, dann mache ich auch mal was Ovales. So könnte das Raumschiff ausgesehen haben. Drei Mann-Zerstörer, die Terraner selber entwickelt hatten. Vorbild waren die Jäger, Raumjäger, die die Terraner in der Venus-Festung gefunden hatten. Aber diese drei Mann-Zerstörer sind also Eigenentwicklungen, aufbauend auf den Erkenntnissen oder auf den, ja, auf den gefundenen Raumjägern in der Venus-Festung. Ja, und dann kam es zum Alarm im Sektor Vega. Wie es so schön heißt, die Strukturtaster schlugen aus. Und neugierig wie Rodan, wie die Menschen allgemein nun mal sind, hatte er sich entschlossen, doch mal nachzuschauen, was dann eigentlich los ist. Weil das so weit weg ist, das Vega-System von der Erde ja nicht gerade. 27 Lichtjahre. Das kann man mit der Good Hope machen. Und dort traf man auf die Torpsider. Die Torpsider versuchten, das Vega-System einzunehmen, weil sie glaubten, es sei das Sol-System. Sie hatten gemessen, aber nicht so richtig schön gemessen. Und sind dann halt im falschen System gelandet. Im System der Vega lebten die Pharaonen. Hier ist das ein Raumschiff der Pharaonen. Das typische Raumschiff der Torpsider. So sieht es dann aus. Bei den Kämpfen mit den Torpsidern, man unterstützte die Pharaonen, die übrigens seltsamerweise nach den Akoniden, die schon genetisch mit Menschen kompatibel waren, waren jetzt auch die Pharaonen genetisch mit den Menschen kompatibel. Das ist schon etwas seltsam. Bei den Kämpfen wurde dann die kleine Good Hope zerstört und die Menschen konnten eigentlich nicht wieder zurück ins Sol-System. Aber wie es der Zufall so will, sieh da, man glaubt es kaum, hatten die Torpsider den Arkoniden ein Raumschiff gestohlen. Und zwar ein Riesenraumschiff mit 800 Metern Durchmesser, ein Schlachtschiff der Arkoniden. Und das tauchte im System der Vega auf und den Terranern gelang es, das Raumschiff, das die Torpsider den Arkoniden gestohlen hatten, wiederum den Torpsidern zu stehlen. Nun dann, man konnte zurück ins Sol-System und hatte natürlich gleich eine sehr viel größere Machtfülle. Neben diesem Raumschiff waren natürlich auch die Beiboote dabei, also Korvetten. Es waren die ja, arkonidischen Space Jets. Die wurden zuerst von den Terranern Gazelle genannt, waren dabei. Hier ist so eine Gazelle. Und hier ist mal so ein Blick in in die zentrale Kuppel der Gazelle. Ebenfalls Bestandteil des Raumschiffs der Akoni mit 800 Metern Durchmessern waren flugfähige Schiffs. Das sind zwar keine Raumschiffe, aber sie sind raumtauglich. Natürlich sind sie nicht fähig, irgendwie weitere Strecken zurückzulegen. Ein Schiff ist so klein oder so groß, dass er in den Hangar einer Korvette hineinpasst. Oftmals also Bestandteil der Korvette, die dann Schiffs mit sich führt. Den nächsten Kontakt hatte man zu den Springern. Hier haben wir ein Raumschiff der Springer mit 500 Metern Länge, Durchmesser 80 Meter. Da wieder die Korvette zum Größenvergleich, ein Container. Die Schiffe waren damals ganz schön groß gewesen, 500 Meter Länge, das muss man ja auch erstmal können. Und 80 Meter Durchmesser, also das sind schon eigentlich für damalige Verhältnisse ganz schöne Brocken gewesen, diese Raumschiffe der Springer. Danach hatte man Kontakt auch zu den Überschweren, einem Teilzweig der Springer respektive Mehandor. Und die Mehandor sind halt die Soldatenkaste, sag ich mal, unter den Springern, wenn man sie denn Kaste nennen will. Also die handeln mit Kriegsdiensten und nicht mit Waren.
Das nächste Raumschiff, was ganz interessant ist, das ist die Ganymed. Das ist eine Neuentwicklung der Springer gewesen. Und bei den Kämpfen auf Gosztools Planet, wo dieses Raumschiff gebaut wurde, das war eigentlich schon fertiggestellt. Dieses Raumschiff sollte eigentlich dazu dienen, dass die Springer das Archon-System übernehmen konnten, die Arkoniden bekämpfen konnten, die Macht übernehmen konnten. Ach ja, auch die Springer sind natürlich neben den Arkoniden mit den Menschen genetisch kompatibel. Seltsam, seltsam. Wir wissen alle aus der Zukunft heraus, dass das alles seine Gründe hat, aber es ist schon erstaunlich. Damals müssen die Terraner ganz schön darüber nachgedacht haben, wie sowas kommt. Dass die Springer von den Arkoniden abstammen, ist in Ordnung. Kann man dann die Genetik verfolgen. Aber wie das bei den Feronen hinkommen soll, man wusste es nicht so genau damals. Ich denke mal, da hat man viel drüber nachgedacht. Dieses Raumschiff wurde den Springern abgenommen. Die hatten den Planeten verlassen und das Raumschiff wurde in einer Werft gefunden, also eigentlich fertiggestellt. Und jetzt hatten die Terraner also nicht nur die Stardust II mit 800 Metern Durchmesser, sondern auch noch dieses Springer-Raumschiff, was im Gegensatz zum normalen Raumschiff dann der Springer also nicht waagerecht, sondern senkrecht landet. Und haben das den Springern dann, ach, man muss es einfach mal so sagen, gestohlen. Und das Schiff wurde dann Ganymed genannt. Und damit verfügten jetzt die Terraner über zwei große Raumschiffe. Die Terraner kamen dann in den Dienst der Arkoniden, schafften es also ins Archon-System und in den Dienst der Arkoniden übernommen werden. Wollten dies auch. Und ja, was die Terraner gut können, wir wissen es ja inzwischen, ist klauen. Sie klauten den Arkoniden ein Raumschiff, und zwar die Titan. Ein Raumschiff mit 1500 Metern Durchmesser. Das war 1984 gewesen. Und bis zum Jahr 2404 sollte das größte Raumschiff oder diese Klasse von Raumschiffen, die größte Raumschiffklasse sein, die Terraner hatten. Sie wurden Imperiumsklasse genannt. Wie man hier sieht in der Mitte, der Ringwulst mit den Triebwerken darüber und darunter jeweils ein weiterer Ringwulst mit Hangars für die Raumschiffe hier unten. Die kleine Kugel, das ist eine Korvette. Hier mal ein Blick in den Hangar. Space Jets, Raumjäger, Korvetten. Des Weiteren traf man auf die sogenannten galaktischen Mediziner, die Aras, mit ihren Raumschiffen, die ganz gerne also nicht für die Kriegsdienste zur Verfügung standen, sondern nach dem Krieg dann oder bei sonstigen großen Epidemien und sowas hilfreich zur Seite standen und ihre Heilkräfte wirken lassen. Andererseits waren sie dann auch mal schon so fies, dass sie also ganz gerne Seuchen in die Umwelt gesetzt hatten, die dann mit großem Trara und Brimborium und viel Geld dann wieder von den Aras bekämpft wurden. Also so ganz ohne waren die auch nicht gerade. Den Aras wurde übrigens kein Raumschiff gestohlen. Warum nicht? Man weiß es nicht. Der nächste Zyklus, Atlan und Arkon. Atlan tauchte auf, ein 10.000 Jahre alter Arkonide. Ebenfalls tauchen die Druf auf, Periroden und Tora heiraten. Zur Unterstützung gegen die Druf-Gefahr schickt Atlan 10.000 Arkonidische und 4.000 Springer-Raumschiffe ins Solsystem, die Gefahr durch die Druf dann aber auch wirklich den Druf entgegenstehen konnten und sie dann vertreiben konnten. Die Arkoniden zogen sich zurück und die 4.000 Springer-Raumschiffe meinten dann, sie müssten im Solsystem bleiben. Naja, daraufhin schickte dann wiederum Atlan mit 2.500 Raumschiffen half Atlan mit 2.500 Raumschiffen auf, die er den Terranern schenkte. Also jetzt hatten die Terraner also wirklich eine richtige Macht an Raumschiffen, 2.500 arkonidische Raumschiffe.
die Titan, die Ganymed und die Raumschiffe, die man inzwischen selber gebaut hatte. Und zwar ist ein leichter Kreuzer der 100-Meter-Klasse oder Städteklasse, das ist die Sambo. Mit der Sambo konnte man oder gelang es dann ins Universum der Druf, in das rote Universum einfliegen. Dort hatte man Kontakt zu den Druf, Raumschiff der Druf. Und nachdem die Druf-Gefahr fast schon beseitigt war, stellte man fest, als Pereroden und Reginald Bulwans meiner Meinung nach wieder mal nach 64 Jahren nach Wanderer mussten, auf Wanderer ihre Zelldusche bekommen mussten, dass Wanderer gar nicht da war. Wanderer war also ins rote Universum entführt worden. Zwar konnte es den Planeten, das Wanderer, zurückbringen, aber Physiotron und andere Anlagen waren also gestört. Aber man schaffte es gerade noch, das alles wieder re zu reparieren und Atlan und Reginald Bull konnten dann ihre nötige Zelldusche erhalten. Der dritte Zyklus, die Pospis. Den Druf wurde ein Raumantrieb gestohlen, was auch sonst, das konnten die Terraner halt. Gestohlen, und zwar der Linearraumantrieb. Normale Raumschiffe, der Terraner, der Akoniden, alle, die man so kannte, hatten Transitionsantrieb und die Druf hatten einen Linearraumantrieb. Und das Prinzip dieses Linearraumantriebs hat man den Druf abgenommen und verfeinert und nachgebaut und ein Raumschiff damit ausgerüstet. Dabei kommt es dann zu einem besonderen Kontakt. Und zwar der erste Flug eines Raumschiffs mit Linearraumantrieb landete im blauen System der Akoniden. Blaues System deshalb so genannt, weil dieses System von einem blauen Energieschirm umgeben war, der es nur Raumschiffen mit Linearraumantrieb ermöglichte, da überhaupt reinzukommen. Und so hatte man also den Kontakt zu den Arkoniden. Quatsch, Entschuldigung, zu den Arkonen. Hier ist eins ihrer typischen Raumschiffe, abgeflachter Pol. Und auch die Arkonen benutzten einen Linearraumantrieb, allerdings einen sehr viel besseren, als ihn die Druf benutzten. Also nahm man den Akonen auch dieses Triebwerk ab oder die Konstruktionsunterlagen dazu ab, um sie dann selber zu verwenden. Die Akonen verfügten auch über sogenannte Turbogentransmitter. Hier ist einer, Turbogentransmitter. Das ist zwar kein Raumschiff, ist mir klar, aber mit diesen Turbogentransmittern war es wie mit einem Raumschiff möglich, innerhalb eines Sonnensystems von Planet zu kommen und sehr große Turbogentransmitter waren sogar in der Lage, andere Sonnensysteme zu erreichen. Es gab dann die Gefahr, durch einen Speckmoos genannte Pflanze. Die Sporen dieses Speckmooses wurden ausgestreut und von Raumschiffen, die den Robotikern von Mechanica gehörten. Und zwar gab es sogenannte Scout-Schiffe und Saatschiffe. Dies hier ist ein Scout-Schiff. Saatschiffe sind etwas größer, allerdings nicht sehr viel anders ausgesehen, haben nicht sehr viel anders ausgesehen. Und Ernteschiffe. Nur die Ernteschiffe, das einzige Ernteschiff, was es noch gab, das war irgendwie defekt gewesen, sodass also zwar Planeten gefunden wurden, auf denen man die Saat ausbringen konnte. Aber es kamen keine Ernteschiffe, um dann die Sporen abzuernten, sodass also die Menschen die Sporen einatmeten und dadurch an Fettsucht litten und fürchterliche Qualen erlitten und auch am Ende daran starben. Aber die Gefahr konnte nachher beseitigt werden. Dann hatte man noch Kontakt zu den sogenannten Laurins. Die Laurins, hier ein kleines Raumschiff von denen, die haben gar nicht so große Raumschiffe. Die Laurins waren wiederum die Auftraggeber der Robotiker von Mechanica, die längst ausgestorben sind. Und die Robotiker sollten dann eine Robotrasse entführen,
für die Laurins bauen, die die Laurins dann bei ihren Kriegszügen oder wie auch immer man das nennen mag, unterstützen sollten. Dieser Versuch schlug im Sinne der Laurins fehl, denn diese Roboter, die die Robotiker von Mechaniker bauten, das waren die Pospis. Und die Pospis machen sich praktisch selbstständig durch das zentral, durch das Plasma, durch den Plasmaanteil, der in ihnen war, und bildeten eine eigene selbstständige, auch selbstbewusste Roboterrasse. Hier ist eines dieser Raumschiffe, Box genannt, von den Terranern Box genannt, grob würfelförmig, in etwa so 3000 mal 3000 Meter. Aber man kann das wirklich nur sagen, in etwa. Die sehen auch teilweise so aus, als hätte man allen möglichen Müll in irgendeinen Würfel reingeschüttet und das war es dann. Eine einheitliche Form haben die nicht. Jede Box unterscheidet sich von der anderen. Hier ist eine Korvette. Da ist auch noch eine, kaum zu sehen. Die ist auf dem Raumschiff gelandet. Die Boxen waren also schon mächtig, mächtig groß. Das muss man schon sagen. Nächster Zyklus, vierter Zyklus, das zweite Imperium. Das zweite Imperium ist das Imperium, das nach den Arkoniden kam. Das war das erste Imperium, mit dem man Kontakt hatte. Das zweite Imperium, das war das der Blues. Und man hatte Kontakt zu Schreckwürmern und die Blues verwendeten die von den Hornschrecken erzeugte Molkex zur Panzerung ihrer Raumschiffe. Die konnten damit praktisch gar nicht angegriffen werden und so weiter und so fort. Die Blues griffen das Archon-System an. Und die Blues waren es, die am Ende dann auch wirklich Archon 3 zerstörten. Und Pereroden war gerade dabei, Morirodan Abro zu heiraten. Tora war längst gestorben. Und Mori Abro, später dann Morirodan Abro, wurde dann seine Frau. Und während der Hochzeitsfeierlichkeiten gelang es dann tatsächlich Springern, Blues und anderen im Archon-System Archon 3 zu zerstören. Hier ist ein Raumschiff der Blues ohne Molkex-Panzerung. Und hier sieht man auch ganz besonders, was es bedeutet, wenn ich sage, Raumschiffe, die schon mal vorgestellt werden, kommen nicht mehr wieder vor. Natürlich spielten in diesem Zyklus sehr viele Raumschiffe eine Rolle, aber die habe ich alle schon vorgestellt. Das einzig Neue an Raumschiffen, das waren die Raumschiffe der Blues. Das ist alles. Mehr gibt es zu diesem Zyklus nicht zu sehen. So, das war jetzt also der erste Teil dieses Buches. Der zweite Teil kommt dann nächste Woche. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe mal, euch macht es genauso viel Spaß wie mir im Augenblick. Wir sehen uns dann wieder. Ciao.